Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu den Entertainment News hier auf playnation.de. Herzlich willkommen. Ihr seid herzlich eingeladen in einem Schloss voller wunderschönen Nachrichten. Aber im Keller dieses Schlosses gibt es eine ziemlich böse Nachricht, denn in Russland hat man wieder Ideen, Ben. Da muss man ganz ehrlich sagen, cool. Cool? Cool? Wir machen mit. Wenn ihr gleich die News seht, ja, du machst da mit? Ja. Wenn ihr gleich die News seht, dann werdet ihr denken, der Ben hat eine Waffel. Los geht's mit den Entertainment News, Leute. Da sind wir auch schon bei der ersten News, liebe Freunde. Man muss ganz ehrlich sagen, bei dem Intro der Entertainment News habe ich ja schon mal davon gesprochen, dass die Russen wieder eine geile Idee haben. Und der Ben findet die Idee ganz gut, denn ich möchte nur ganz kurz die Überschrift andeuten dieser News. In Russland möchte man eine Serie machen, eine Show, die von 2000 Kameras begleitet wird. 30 Teilnehmer dürfen da mitmachen. Und da soll es so ein bisschen sein wie Tribute von Panem oder Purge. Ihr kennt ja den Film. Und da ist es so, dass in dieser Zeit, wo das produziert wird, ist Morden und Vergewaltigen erlaubt. Ben, freust dich drauf? Ja, Game to Winter soll das Ganze heißen. Es ist halt so eine Art Survival Hunger Games. Ne? Das Prinzip kennt man ja, das Hunger Games Prinzip. Das hat Tribute von Panem ja auch nicht erfunden. Das gibt es ja schon ein bisschen länger. Und ja, tatsächlich haben die sich überlegt, ja, die etwas Reicheren unter uns, also unter den Russen, die da mitmachen wollen, die müssen 165.000 US-Dollar bezahlen, um dort den Eintritt zu bekommen. Dann gibt es erstmal so eine Art Survival-Training mit Elite-Soldaten und dann werden sie tatsächlich in diese Umgebung geworfen und theoretisch ist da alles möglich. Das heißt, wir könnten sogar morden und jemanden Gewalt antun. Also die Regeln setzen das nicht voraus, aber sie schließen es auch nicht aus. Genau, Vergewaltigung natürlich auch. Das große Ding dabei ist, man kann ein Preisgeld von 1,6 Millionen US-Dollar kassieren. Das heißt also, man zahlt 165.000 Eintrittsgeld, US-Dollar, und bekommt dann 1,6 Millionen wieder raus, wenn man das Ding gewinnt. Wie der Ben sagt, man muss mit Elite-Soldaten trainieren. Interessant ist auch noch, dass das Ganze natürlich Auswirkungen dann hat im Nachhinein. Also wenn du da mitmachst und du mordest wirklich und du vergewaltigst wirklich, ist es so, dass das Strafmaß aus Russland greift und du natürlich mit immensen Konsequenzen rechnen musst. Ja? Deswegen finde ich die Idee absolut bescheuert, weil ich meine, welcher Mensch macht denn damit, um anschließend ins Gefängnis zu wandern oder überhaupt auf die Idee zu kommen, ey, ich möchte da jemanden umbringen. Und sagt diese Sendung voraus, dass nur Leute da mitmachen können, dass Reiche immer direkt prinzipiell Leute umbringen wollen? Warum 165.000 Euro? Weißt du, ist das, damit die ganzen Produzenten dann die Knete kassieren und abhauen können als Mitwisser? Ja, also es ist, glaube ich, schon von den Produzenten eher für Reichere angedacht, damit sie halt irgendwas haben, um sich mal unterhalten zu fühlen. Ja, also ich finde das ein bisschen zwiespältig, ne? Ja. Weil man kann sich natürlich denken, dass dadurch, dass diese Regeln nicht ausgeschlossen sind, man sich vielleicht von den Produzenten her wünscht, dass vielleicht sowas passiert. Eben, also schon ziemlich kranke Vorstellung, finde ich überhaupt nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Ihr könnt ja mal da eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Wir haben auf playnation.de nochmal eine richtig ausführliche News in Textform da für euch. Falls ihr da mal reingucken wollt, könnt ihr unter diesem Video einfach mal die Beschreibung öffnen und das anklicken. Meine zwei Cents noch. Ich finde, man sollte überhaupt gar nicht den Leuten die Werkzeuge dazu geben, um Gewalttaten oder Vergewaltigungen überhaupt zu verherrlichen und das in ein Entertainment-Format zu setzen oder überhaupt für die Allgemeinheit, weil das ist immerhin etwas, was gegen den Willen von anderen Menschen passiert und was auch nicht wirklich förderlich für eine Gesellschaft ist. Also es ist ja was absolut pur Negatives. Wo soll das alles noch hinführen? Freunde, das Internet rastet mal wieder aus, denn unser Superhero von YouTube, PewDiePie, hatte mal wieder eine grandiose Idee. Auf jeden Fall. Der hat nämlich zu seinem 50 Millionen Abo, ja, Spreng-Account, kann man quasi sagen, ist ja der größte YouTube-Account der Welt, hat er einen ganz besonderen Button bekommen, und zwar den Ruby Play Button. Den Ruby Play Button. Genau. Ja. So, der Ruby Play Button ist so ein roter Koloss. Und PewDiePie hat sich gedacht, ey, ich habe eine Idee. Ich hau den mal auf eBay. Ja, für ein paar Stunden, zwei, drei Stunden. Das Ding hatte nach 2 bis 3 Stunden auf eBay einen Auktionswert von 200.000 Dollar. US-Dollar. Das kann man sich kaum vorstellen. Es war seitens PewDiePie nur ein Witz. Das heißt, es war ein Fake-Angebot, das er nach einigen Stunden dann wieder offline genommen hat, sozusagen. Das schreckt andere Leute allerdings nicht davor zurück, dass sie ebenfalls diesen Play-Button dann einstellen. Natürlich gibt es hier nicht den originalen, sondern nur ein Bild dieses Ruby Play-Buttons. Und tatsächlich gibt es aber, ja, Zeitgenossen, die dann darauf geboten haben. So ist ein
So ist ein Pokal, also ein Bild vom Pokal weggegangen für 550 Pfund, eins für 21 Pfund und es gibt sogar ein Gebot, wo satte 50.000 Pfund drauf geboten wird. Das ist natürlich schon ziemlich dämlich. Ja, also auf die 21 Pfund habe ich auch geboten, weil ich wollte unbedingt ein Bild haben, einen Screenshot von dem Pokal, wer will das nicht haben, von diesem Award. Auch hier muss ich mal ganz kurz eure Meinung fragen. Findet ihr die Aktion von PewDiePie, weißt du, was ich geil gefunden hätte? Wenn er das durchgezogen hätte und hätte das Geld, also der PewDiePie ist ja jemand, der spendet sehr viel, aber er hätte das Geld dann gespendet. Ja, das würde ich schön finden. Vielleicht macht er es ja irgendwann mal, man weiß es nicht. Aber warum er es generell da eingestellt hat, keine Ahnung. Und wie seht ihr das heute? Kevin James ist zurück in einer neuen Serie. Den guten alten Doug Heffernan, den kennt ihr ja noch aus King of Queens. Nun gibt es Kevin Can Wait auch in Deutschland bald. Das heißt, auf Amazon Prime gibt es ab dem 20. Dezember bereits die Serie online. Ich bin sehr gespannt. Genau, Kevin James ist ja einer, der Sitcoms wirklich großgezogen hat, in Deutschland auf jeden Fall. King of Queens haben wir alle geguckt, damals auf RTL 2 lief das ja, danach auf Kabel 1 und jetzt ist es inzwischen ganz aus dem Programm verschwunden. Und wer jetzt sagt, ey, ich möchte Kevin James unbedingt mal gerne wiedersehen, der kann Amazon Prime sich schnappen und der Ben hat gesagt, ab dem 20. Dezember mit deutscher Sprachausgabe gibt es dann Kevin Can Wait. Bedenken gibt es von mir ganz kurz noch oben drauf, weil ich finde, ich habe mir das schon ein bisschen angesehen, ich finde, es ist ein bisschen King of Queens, nur mit anderen Charakteren und Arthur fehlt. Meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Freunde, ich habe da so lange drauf gewartet. Und es ist endlich der Fall. Naruto kommt zurück auf die große Leinwand! Tatsächlich kommt Naruto nun auf die Hollywood-Leinwand. Das ist offiziell bestätigt und parallel dazu gibt es eine neue Serie, die heißt Boruto Naruto Next Generations, wurde offiziell durch einen Teaser-Trailer angekündigt. Ja, wer freut sich nicht drauf? Ich hoffe ihr. Wir werden natürlich alles für euch tun, damit ihr es auf PlayNation.de in bester Ausführung sehen könnt. Wir werden Kino, wir werden alles machen. Der hat Bock drauf. Naruto! Ja! Boruto Naruto Next Generations 2017 年4月テレビアニメ化だってます。Ja, Freunde, Resident Evil geht in die letzte Runde, die letzte Filmrunde. Resident Evil 6 The Final Chapter. Wartet auf uns. Ja, auch heute ist unser Final Chapter, müssen wir gleich noch zukommen. Resident Evil 6, ja, ein neuer Streifen, der bald in die Kinos anläuft. Und das Tolle ist, in diesem Film ist etwas verbaut, was sicherlich viele Resident Evil Spieler glücklich machen könnte. Denn die Monster aus Resident Evil 7, die im Spiel sind, sind bereits in Resident Evil drin. Und die sieht man im Film, bevor sie im Spiel zu sehen sind. Ist das nicht eine Film-Spielception? Das hat auf jeden Fall Mila Jovovich jetzt bestätigt gegenüber der Blair Witch. Und nun können wir gespannt sein, wie es wird. Die ist in den Wald gegangen und hat mit der gesprochen? Nö, dem Magazin. Ach so, wollte schon sagen. Liebe Freunde, das war's mit den Entertainment News für dieses Jahr. Wir sind erst im Januar wieder da, was die Entertainment News betrifft. Aber keine Sorge, wer zu Hause sitzt, ich werde das aushalten. Ohne die zwei. Da kann ich eine Antwort geben. Komm wieder zu Verstand. Denn wir machen das so, dass wir euch jetzt pro Woche zwei Battles liefern. Bis Januar, also mit Curry, mit Ben, mit Patrick und meiner Wenigkeit. Werdet ihr sehen. Und dann geht's im Januar weiter, auch mit den Gaming News. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsnews war. Und ey, wehe, ihr deabonniert diesen Kanal. Weil dann muss der Ben nur noch oben ohne im Büro sitzen. Tschüss. Und das wollt ihr nicht.